Neuer Tag, Ende der Shop ist heute wieder da. Heute ist der 3. September und wir gehen rein in den alten Shop und gucken mal, ob heute vielleicht ein neues Bundle reinkommt, beziehungsweise ein neues kleines Skin-Paket. Vielleicht haben wir auch Glück und bekommen endlich das neue 3,99 € Paket. Wir gucken mal gleich rein. In 20 Sekunden geht's los. Heute dabei ist der kleine Armin, der sitzt einfach mal da nebenbei mit rein. Mit drin, eher gesagt. Geht's los. Wir sind gerade im Twitch-Chat drinne und. Ja, der Twitch-Chat lässt euch grüßen. Armin ist drinne, Max und noch einige andere. Und es geht los. Mal gucken, was haben wir denn heute zu erwarten? Hoffentlich mal was Gutes und nicht so tausende kleine Skins. Jetzt brauchen wir wieder ein halbes Jahrhundert zum Upgrade. Rick und Morty sind wieder drinne. Dann gehen wir mal rein. Es gibt Pickerick mit dem Mr. Meeseeks. Boxen. Interessant. Dann haben wir Morty hier mit diesem Kampfoutfit von diesen Hunden, als sie digitiert sind, würde ich jetzt mal sagen. Der Mr. Meeseeks Box. Die Schlange, ach, die Weltraumschlange. Emoticon, you gotta get swifty. Spiele ich jetzt mal hier nicht ab. Und dann die Tarnung, die jetzt nicht so nice aussieht. Die gibt es hier nochmal extra alle Sachen. Dann könnt ihr euch nochmal Mr. Meeseeks holen als Paket. Bin sehr interessant mit einem Katana. Cool. Das gibt es hier alles nochmal einzeln zu kaufen. Dann gibt es noch Summer. Mit diesen, wie nennt man das nochmal? Da diese Pose, die zur Königin wurde. Hier von Glauso, richtig von Glauso. Mit einer Gabel. Und dem Glauso Kampfschiff. Weiß ich jetzt nicht so, kann man machen. Und dann sehen wir hier schon mal ein normales von der. Das Kami-Skin-Paket ist wieder drin, ne? Interessant. Und Traumfüß ist auch wieder da. Einer meiner Favorite Dance. Sollte man sich mal holen. Dann gibt es den Dummy wieder zurück im Shop mit seinem schönen Backbling, sowie auch mit zwei Stilen. Mit der Spitzhacke, dazu noch den Raptor, ein cooler Skin, aber echt viel zu teuer für seinen Preis. Velocity, fragt mich, ob das richtig ist. Auch wieder, beide haben hier zwei verschiedene Stile. Einmal Albtraum, einmal normal. Und dazu gibt es noch den Sturmbomber. Für ein paar interessierte Flugzeugkenner kann man den sich schon mal gönnen. Dazu noch die Crashtest, nehmen wir das Lackierung. Und sonst gibt es hier unten nochmal den schicken Checker. Mit seinem zwei smoothen Outfits. Sieht so manch aus, wie bei uns Schüler. Dann noch ein schöner Hammer. Isabella ist wieder drin, mit zwei verschiedenen Stilen. Dazu noch die Stab. Na, ich lese jetzt nicht vor. Seestern ist wieder drin. Kann man machen. Die Spielzeugsoldaten sind wieder drin. Wisst ihr noch damals, als man die richtig verwenden konnte und man sich einfach nur noch teilen konnte und heute sind diese Flecken drauf. Aber sonst sehr interessant, kann man mal machen. Dazu ist jetzt Magnus drin, wieder im Shop. Also sehr lange war er nicht mehr da. Sehr, sehr schön. Dennoch der Aktienkurs, ein kleines Meme auch dabei. Dazu noch die Spektralhacke. Bürofahrt als Stuhl. Dazu noch Stopp. Und Elektroschaffel. Und ich würde sagen. Sonst ist nichts Neues drin, aber bevor wir den Shop machen, tragt doch gerne den Creator-Code TGCOG an, um mich zu unterstützen. Auch wenn ihr nichts kauft, würde es mich freuen, wenn ihr ihn eintragen würdet. Und ich gebe mir jetzt erstmal noch Elektroschaffel dazu. Einer meiner Lieblingsdänze. Oder Tänze eher gesagt, nicht Dänze. Den rüsten wir auch gleich mal aus. Und das war's mit dem Shop heute und mit dem Shop-Video. Lasst gerne eine produktive Bewertung da. Grüße gehen raus an den Twitch-Chat, sowie an Armin, Max, Luca und Leon. Ja, das waren alle. Ich habe mir jetzt Elektroschaffel gegönnt. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.